Mir ist heiß. Lass uns schwimmen gehen. Tolle Idee. Keine Tiere. Bitte. Sie sind alle haarig, schmutzig, unordentlich, kratzig, zahnig. Und eine Gefahr für die Rutschen. Ihr versperrt den Weg. Hi. Viel Spaß. Wir können nicht schwimmen. Wir werden unseren eigenen Wasserpark bauen. Ich bin so aufgeregt. Wir werden einen Wasserpark bauen. Mach mit. Mit Bruno? Niemals. Bist du immer noch sauer wegen diesem einen Mal? Sauer? Ich bin total sauer. Du wusstest doch, wie viel mir das bedeutet. Du bist keine Hilfe. Bleib erstmal hier drüben. Ich werde eine Rutsche für dich bauen. Mal sehen, ob du das schaffen wirst. Wir haben viel zu tun. Lass uns anfangen. Ich werde helfen. Wir schaffen das. Wo sollen wir anfangen? Wir brauchen einen Plan. Stimmt. Aber wie kommen wir in ihn heran? Ich habe mir etwas überlegt. Keine Umarmungen. Schau dir den Plan an. Chill. Fangen wir mit den Wänden an. Wow. Da fehlt noch etwas. So, wir machen einen Rasen. Sieht aus wie eine echte Wiese. Wow, das ist der Hammer. Was steht als nächstes auf dem Programm? Wann können wir schwimmen gehen? Mir ist heiß. Ich weiß, ich bestelle etwas. Hier, danke. Hey, wir können schwimmen. Warte. Wir füllen es mit Wasser auf. Nein, das wirst du nicht. Wasser, wo bist du? Es ist Badzeit. Hilfe! Was mit dem Chaos? Fast hätte ich Kevins Pool vergessen. Kevin, wie... Damit kannst du mich nicht abspeisen. Der Unruhestifter hat sich wieder aus dem Staub gemacht. Na schön. Es ist toll geworden. Geh schwimmen. Wir machen erst eine Umkleidekabine. Hier kannst du deine Badesachen anziehen. Yay, ich liebe meine Badehose. Und was sagst du? Mir nicht. Gib mir eine Sekunde. Los! Niemals. Was fällt dir ein? Was ist, wenn sie mehr Erfolg haben? Was ist, wenn die Haustiere Lärm machen? Was ist, wenn sie unordentlich sind? Ich werde ganz allein sein. Mein Wasserpark wird menschenleer sein. Ich muss etwas tun. Ich habe eine Idee.
Wer will schon an einen schmutzigen Ort kommen? Was, wenn sie herausfinden, dass ich dahinter stecke? Aber das ist mir egal. Das macht Spaß. Schwimmen ist aber anstrengend. Stimmt, wir sollten eine Relaxzone einrichten. Hey, das ging aber schnell. Unterschreibe hier und hier. Das macht 200 Mäuse. Bist du sicher, dass du es annehmen sollst? Klar, warum sollte ich für die Lieferung von jemand anderem bezahlen? Okay. Das ist mir eigentlich egal. Schönen Tag noch. Mal sehen, ob dir diese Lieferung gefällt. Die Lieferung ist da. Was ist passiert? Gott, habt ihr gesehen, wer die Sachen kaputt gemacht hat? Kommentiert unten. Hey, worüber bist du so wütend? Ups. Oh, verstehe. Meine Lieferung. Das ist ein Chaos. Was machst du da? Wer auch immer dahinter steckt, hat es eindeutig auf uns abgesehen. Glaubst du, jemand würde das absichtlich tun? Ich habe da vielleicht eine Idee. Komm. Ich mach das schon. Das hat mir meine Oma beigebracht. Ich weiß, was du sonst noch brauchen könntest. Eine für uns. Und die andere für dich. Wow, das ist gemütlich. Jetzt kommt die Sonne dazu. Das sieht toll aus. Wir haben uns einen Urlaub verdient. So entspannt. Wie schön. Ich komme. Hi. Ist das ein Wasserpark? Willkommen. Ihr habt keine Rutschen? Bye. Wir freuen uns über dein Feedback. Wir wollten noch Rutschen machen. Wir müssen nur einen Weg finden, sie zu bekommen. Ich habe noch ein Ass im Ärmel. Das sieht umwerfend aus. Das haben wir super hingekriegt. Es wird keine Rutsche geben. Luna hat sich durch die Rutsche durchgebissen. Oh nein, ich muss schnell weg. Was ist denn hier los? Ist dein Trick schiefgegangen? Wir bringen die Sache schon in Ordnung. Ich habe es gefunden. Was für ein Tornado. Jetzt ist es viel besser. Sehr gut. Zeit für einen Snack. Wäre es denn so schlimm, wenn ich Tiere ins Haus lassen würde? Es kann ja mal passieren, dass man ausrutscht. Wenn der Hund nicht da gewesen wäre, wäre das nicht passiert. Keine Haustiere erlaubt. Ich brauche keine Haustiernachbarn. Oh, ein Bereich zum Entspannen. Mal sehen. Hast du auch etwas für mich? Klar. Hier. Lecker. Danke. Mal sehen, ob das überhaupt erfrischend ist. Ich hole noch mehr Getränke. Ich glaube, mit dem Kühlschrank stimmt was nicht. Oh, das ist wirklich schlimm. Und was machen wir jetzt? Das kriegen wir schon hin.
Oh nein, der Strom ist ausgefallen. Anscheinend gab es eine Störung. Das wird sofort repariert. Keine Ausfälle mehr. Ich kann das den ganzen Tag lang machen. Es reicht. Ich will mich vertragen. Ja, das war echt hart. Wollen wir nachsehen? Sorry, ich hatte Angst gehabt, dass ihr mehr Erfolg habt. Darf ich reinkommen? Alle Gäste sind willkommen. Klar, komm rein. Auf keinen Fall! Lass ihn in Ruhe! Wo sollen wir uns verstecken? Beeilung! Moment! Tiere dürfen hier nicht rein. Hey, das ist meine Katze. Gib sie zurück. Aber ich wollte unbedingt in einen Wasserpark. Wenn das so ist, bauen wir unseren eigenen Wasserpark. Yay, wir sollten uns beeilen. Stopp. Ich glaube, hier sind wir sicher. Warte, nein. Ich will meine Katze zurück. Ich krieg dich. Jetzt sind wir aus dem Gröbsten raus. Können wir wirklich einen Wasserpark bauen? Klar, ich halte immer meine Versprechen. Wir brauchen zuerst einen Plan. Tolle Idee. Hier, legen wir los. Was für ein Naturtalent. Tada! Wir haben einen Plan. Yay! Legen wir los! Oh, das ging aber schnell. Das ist für dich. Danke vielmals. Was für ein toller Tag. So, sieht fertig aus. Eins erledigt. Aber es gibt noch viel zu tun. Was soll ich tun? Mal sehen, was wir noch haben. Oh. Hey, das ist ein Pool. Nein, das wird eine Weile dauern. Kannst du mir helfen? Wie macht er das? Ja. Du schaffst es. Ich gebe mein Bestes. Gut gemacht. Du hast es geschafft. Danke. Das hätte ich fast vergessen. Ich muss ihn noch befüllen. Lass es uns testen. Ich gehe rein. Der Wahnsinn. Der Pool ist fertig. Ich glaube, das nächste Spiel heißt Schlag den Maulwurf. Cool. Was ist das? Warte es ab. Hi. Wo ist meine Katze? Klar. Komm rein. Oh, ist die süß. Kann ich sie streicheln? Klar. Nur zu. Süßes Kätzchen. Dir muss langweilig sein. Nein. Du solltest jetzt gehen.
Ach komm schon, ich kann helfen. Nein, das musst du nicht. Ich bestehe darauf, das ist mein Job. Tada, halb so wild. Willst du spielen? Ich weiß nicht. Und was hast du jetzt vor? Du wirst schon sehen. Oh. Nimm das. Hey, langsam. Nochmal. Jetzt bin ich dran. Hä? Was? Ich glaube, ich sollte gehen. Langsam. Ist das wirklich nötig? Oh, klar. Es macht doch Spaß. Hi-ja! Nochmal. Ich glaube, das reicht. Es macht wirklich viel Spaß. Ich glaube, ich bin fertig. Oh, gehst du schon? Naja. Ein weiterer Punkt, den wir abgehakt haben. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Was sagst du? Stimmt, das ist genial. Super, fantastisch. Was ist wohl als nächstes dran? Ein Bereich mit Essen klingt gut. Was immer du willst. Alles klar. Zu hoch. Ich komme nicht hoch. Ich bin so dämlich. Bitte, warum geht es nicht nach oben? Ich bin am Verhungern. Oh nein, ich glaube, es ist kaputt. Ist okay, ich habe eine Idee. Zeit für ein Training. Ich bin am Verhungern. Leute, drückt auf den Like-Button. Damit Kitty oben was essen kann. Okay, Leute, wir haben es fast geschafft. Kommt schon. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ja, wir haben es geschafft. Danke. Das ist so toll. Vielen Dank. Jederzeit. Oh, das haben wir gut gemacht. Naja, machen wir Schluss für heute. Steht das nächstes auf dem Programm? Eine Launch-Zone. Das fehlt noch. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Ich erwarte niemanden. Seltsam. Niemand da. Was ist das? Hast du das bestellt? Nein, das konnte ich nicht. Ich habe Pfoten. Okay, lass uns mal sehen, was da drin ist. Wow, das kann man gebrauchen.
Das ist es. Ist da zufällig etwas für mich dabei? Mal sehen. Perfekt. Super. Fühlt sich an wie ein echter Strand. Ich glaube, uns hat niemand gesehen. Fühlt sich rau an, wenn du mich fragst. Hm? Natürlich. Wie konnte ich das so vergessen? So trifft man sich wieder. Nicht du. Bitte. Ja, das wird funktionieren. Ich flehe dich an. Ich hab's. Ja, das sollte besser sein. Hör zu, sie ist hier. Die Frau mit der Waffe. Wo? Hinter dem Sonnenschirm. Oh, hier ist niemand. Ich bin sicher, dass ich sie gesehen habe. Habt ihr jemanden gesehen? Wo versteckt sie sich? Na gut, wir haben noch viel zu tun. Der Lounge-Bereich ist von der Liste gestrichen. Das haben wir super gemacht. Stimmt, wir brauchen eine Umkleidekabine. Was sagst du? Nein, wir brauchen nur Kitty. Das oder das? Das Erste. Dachte ich mir. Cool, jetzt die Outfits. Zeit für ein Makeover. Yay! Oh, ich fühle mich unwohl. Lass uns mal sehen, was da noch drin ist. Du wirst toll am Strand aussehen. Jetzt bin ich dran. Jetzt sind wir endlich allein. Ha, du, ich wusste es. Jetzt gehörst du mir. Hilfe! Was ist passiert? Kitty, wo bist du? Wofür ist das? Lass mich gehen. Nein, das ist jetzt dein neues Zuhause. Hier wirst du schlafen. Hier isst und trinkst du. Nein, bitte. Das ist dein Spielbereich. Ich bin mit Kat, der bin im Wasserpark. Ich habe dich endlich gefunden. Lass ihn los. Nein, sie gehört mir. Ich wollte schon immer eine Katze haben. Du kannst gerne mitmachen, wenn du willst. Siehst du, es macht Spaß. Schau mal, was ich gefunden habe. Ein Wasserpark. Das ist abgefahren. Pack deine Sachen. Ich bin soweit. Kevin, wir müssen den Auftrag bekommen. Dad, wir wollen unbedingt in einen Wasserpark. Fahr mit uns dahin. Bitte. Vergiss es. Kein Wasserpark. Ich kann nicht. Kevin, wo waren wir? Ich werde nie in einen Wasserpark kommen. Ich auch nicht. Kopf hoch. Wir können zu Hause einen Wasserpark bauen. Yay. Lass uns loslegen. Wir fangen hiermit an. Räumen wir alles weg. Natürlich gern auch weg. Ich brauche Hilfe. Okay. So schwer. Wir schaffen es nicht. Unterstützung wäre nett. Dad, hilf uns.
Kevin, das ist eine gute Idee, aber schwer umzusetzen. Zusammen! Kevin, das klingt nach viel Arbeit. Wir brauchen etwas Einfacheres. Der Boden wird bunt sein. Kleb sie damit zusammen. Okay, boom. Kevin, ich kann dich nicht hören. Hey, ihr, seid mal ruhig. Wir brauchen eine kleine Rutsche und ein Pool. Bestellung aufgegeben. Lieferung. Ein aufblasbarer Pool. Und eine Rutsche. Danke. Das sind dann 10.000 Likes. Ich hab nichts. Bitte, drück den Like-Button. Wir brauchen wirklich einen Pool. Noch 100 Likes oder 100 Dollar? Dad hat das Geld. Kevin, ich kann weder den Bericht noch den Kaffee finden. Dein Kaffee. Danke. Wow. Kevin, wo waren wir? Ich muss es aufblasen. Ich bin ein echter Profi. Wir brauchen etwas Stärkeres. Das wird helfen. Gut gemacht. Hier ist deine Lösung. Dad, hilf uns beim Pumpen. Kevin, ich sehe die Tabelle. Das macht mich nervös. Da hast du es. Wow, ist das riesig. Da wird deine Rutsche sein. Das fühlt sich irgendwie leer an. Dad, hilf uns. Na, ich kann nicht. Befestige sie an der Wand. Bälle. Unser Helfer. Ich liebe Bälle. Ich fülle Wasser ein. Ich helfe. Hilfe. Drück den Like-Button. Wir brauchen wirklich Wasser in unserem Pool. Danke. Kevin, manche Dinge bringen dich aus der Bahn. Bleib konzentriert. Ich habe einen Plan. Es hält. Ups. Hier ist die Umkleide. Wir werden sie zusammenbauen. Zeit zum Umziehen. Lass uns die Rutsche testen. Hey, langsam. Hier arbeiten Leute. Kevin, das ist dein VIP-Kunde. Rutsch noch mal runter. Vielleicht schenkt er uns dann Aufmerksamkeit. Jetzt bin ich dran. Das macht Spaß, aber was ist das? Wir rutschen noch mal, nur für dich. Was steht als nächstes auf dem Plan? Wir bauen eine Schachtel für den Hund. Geht es nicht einfacher? Ach, das dauert nicht lange. Ich meine, das ist... Genial! Lass uns das hier loswerden. Okay, Kevin. Ich unterschreibe die Papiere. Ups, das war keine Absicht. Nicht im Vertrag. Was ist das für ein Chaos? Wir machen Frühjahrsputz. Bring das in die Garage. Gut gemacht. Ich hätte gerne etwas Farbe. Kein Problem. Perfekt. Das verstehe ich nicht. Nochmal von vorne. Ist das okay, wenn ich den Schredder benutze?
Nein, geh spielen. Habt ihr den Code gesehen? Bitte kommentiert ihn unten. Danke. Kannst du die befestigen? Kein Problem. Wir haben kein Kaugummi mehr. Wir können Klebeband benutzen. Das ist toll. Genau, wir brauchen ein Schild. Okay, wir können es malen. Lass mich mal sehen. Ist das okay? Juhu, ja. Wir sind fertig. Ich liebe dieses Spiel. Wir sollten Platz schaffen. Egal. Ganz ruhig. Hey. Reicht das? Wow. Lass uns die Teile skizzieren. Hier müssen Löcher rein. Ich habe eine Schere. Das wird eine Weile dauern. Ich weiß, wer helfen kann. Kevin, die Tabelle ist in Ordnung. Dreh sie um. Dad, hilf uns. Ich bin gerade mitten in einem Wutanfall. Dreh die Tabelle um. Danke. Jederzeit, Kevin. Eine Taschenlampe. Vergiss es. Kümmere dich lieber darum. Pass auf. Ich bin müde. Aber Junge, jetzt fügen wir alles zusammen, okay? Noch eine letzte Sache. Großartig. Wie dir. Klar, wir brauchen einen riesigen Hammer. Ich bin bereit. Wo bist du? Versuch mal, ob du triffst. Daneben. Daneben. Wieder daneben. Verloren. Trink etwas Wasser. Jetzt habe ich Hunger. Wir machen ein Kaffee und essen etwas. Yay, wir machen ein Kaffee. Ein Kaffee? Das ist eine coole Idee. Das ist alles, was wir brauchen. Lass uns Deko machen. Was hältst du davon? Super. Aber das reicht nicht. Nein, Kevin. Dein Vorschlag ist genauso mies wie mein Kaffee. Perfekt. Das muss gesichert werden. Es ist ziemlich heiß hier. Es wird kühlend. Wir hängen es an die Wand. Das wird ewig halten. Wir brauchen ein helles Stück. Verstanden. Genau das hat uns noch gefehlt. Toll. Gibt es noch mehr? Ich glaube schon. Wir haben Hundegetränke, Snacks und Hundeleckerlis. Lecker und gemütlich. Wir können auch etwas essen. Das riecht aber gut. Pass auf. Mir geht's gut. Sorry, ich schnapp mir ein paar Snacks und mach mich wieder an die Arbeit. Hey! Wie komisch. Irgendwie mag ich es. Ist schon okay. Wir können dich aufmuntern. Hey. Mach die Beine ab.
erledigt. Was wird das? Es wird dir gefallen. Ich brauche nur... Verstehe. Und was ist das? Warte, bis du es siehst. Lass uns ein bisschen zeichnen. Fertig. Wow, ich bin ein Zirkel. Das Café ist fertig. Wir können eine große Eröffnungsparty machen. Wir haben Rutschen. Wir haben sogar eine Schaukel. Wir haben sogar ein Hau-dem-Maulwurf-Spiel. Und ein Café. Und Dads Arbeitszimmer. Eine Sekunde. Kevin. Kevin. Hier machen wir eine Relax-Zone. Sei still. Sprich leiser. Überall Spinnweben. Gesundheit. Das war knapp. Ich stelle noch ein paar Stühle dazu. Aufwachen. Aufwachen. Hab ich das alles verschlafen? Hm? Willkommen zur großen Eröffnung des Wasserparks. Habt ihr mich im Schlaf in einen Wasserpark gebracht? Wir haben es zu Hause gemacht. Was? Es war meine Idee. Und meine. Bist du sauer auf uns? Ich bin einfach nur stolz auf euch. Das ist eine tolle Idee. Wirklich? Ich war sowas von urlaubsreif. Gibt es hier einen Wasserpark? Können wir reinkommen? Klar, kommt rein. Nehmt euch was zu trinken. Will keiner mit mir Spaß haben? Okay. Hey. Du kommst mit mir. Fass mich nicht an. Ich habe ein Spielzeug gefunden. Hilf mir. Ich werde dich retten. Was ist das für ein Ort? Was ist das für ein Outfit? Geht's dir gut? Willkommen im unglaublichen digitalen Zirkus. Mein Name ist Kane. Ich bin der Chef von diesem Laden. Du hast uns gekidnappt. Bring uns zurück, oder ich... Ganz ruhig, Lady. Der digitale Zirkus duldet keine Schimpfwörter. Ja, und was ist damit? Er hat es verdient. Und ich habe deinen Namen vergessen. Ich habe deinen Namen vergessen. Wir werden euch neue Namen geben. Kinga? XDDCC. Das ist ein mieser Name. Wir sollten ihn ändern. Ist das besser? Was wird er sein, wenn wir hier rauskommen? Das kannst du nur, wenn du den Schlüssel bekommst. Gib ihn mir, du Widerling. Gut. Warum bist du so laut? Und was machen wir jetzt? Ich glaube, wir sollten hier lang gehen. Das sieht für mich nicht nach einem Ausgang aus. Es ist ein Krankenhaus. Ich hasse es. Ärzte machen mich wahnsinnig. Du hast Glück, dass keiner da ist. Geht's dir gut? Hey! Au, das tut weh! Hat jemand Schmerzen? Es ist ein Arzt! Lauf! Ich bring das im Handumdrehen in Ordnung. Kinga, Hilfe! Ich kann nicht. Das wird ein bisschen wehtun. Nein! Kinga, tu etwas! Ich habe Angst vor Ärzten. Du musst dich deinen Ängsten stellen. Warte,
Gut, Pomni, ich werde dich retten. Gut gemacht, Kinga. Jetzt lass mich frei. Oh, mir ist schwindelig. Das kann ich gleich behandeln. Pomni, greif dir das andere Ende. Hm, ich hab dich. Was? Nimm das, Doc. Ups. Tut dir nicht weh. Das Blatt hat sich gewendet, ha? Huh? Wir verschwinden von hier. Danke, dass du mir geholfen hast. Du hast keine Angst mehr vor Ärzten. Hab ich nicht. Ich danke dir. Wie hast du es rausgeschafft? Du hast Angst vor Ärzten, stimmt's? Pomni hat mir geholfen, meine Angst zu überwinden. Oh. Warte, was? Sie soll dir doch nicht helfen. Wir werden sehen, ob du auch ohne sie zurechtkommst. Pomni, nein. Ich bin ganz allein. Ich habe Angst davor, allein zu sein. Was soll ich tun? Was würde Pomni sagen? Stell dich deinen Ängsten. Genau, ich soll dir den Schlüssel finden. Hier ist er nicht. Oder hier. Hier auch nicht. Leute, helft mir, die Tür aufzuschließen. Ich brauche eure Likes. Drückt auf den Like-Button oder ich sitze hier für immer fest. Ja, weiter. Ich muss Pomni retten. Danke. Pomni, Hilfe ist unterwegs. Kinga, komm zurück. Kinga, komm zurück. Kinga, komm zurück. Halt. Ich zeig dir, wie es geht. Klar. Das bist du. Und das ist Kinga. Ihr werdet euch nie wiedersehen. Wer ist das? Mach dir keine Sorgen. Kinga! Ich hab dich gefunden. Wie bist du rausgekommen? Du hattest doch niemanden, der dir geholfen hat. Ich habe meine Angst vor der Einsamkeit überwunden. Ach, also bist du jetzt offenbar furchtlos. Ja, so ziemlich. Wenn das so ist, werden wir mit deinen Ängsten arbeiten. Meine Ängste? Bist du ein Sauberkeitsfanatiker oder was? Nicht wirklich. Ich bin eher unordentlich. Aber meine Eltern zwingen mich zum Putzen. Verstehe. Pomni, wo bist du? Pomni, warum ist es so unordentlich hier drin? Pomni, wer ist sie? Meine Mom. Ich will, dass es blitzsauber ist. Ich habe es gar nicht so unordentlich gemacht. Und wer war's dann? Dieser süße Hund? Nein, Mom, ich bin unschuldig. Also was du ist. Du bist unordentlich. Ich war's nicht. Was für ein Saustall. Pomni, was ist denn los? Ich habe Angst, dass meine Mom immer von mir enttäuscht sein wird. Bring das in Ordnung. Fang klein an. Genau. Ich kann aufräumen und Mom stolz machen. Ja, ich kann mithelfen. Das kommt genau hierhin. Das kann in den Müll. Ich räume hier auf. Was machst du da? Halt! Und hier abstauben. Geschafft. Das passt. Jetzt sieht es nicht mehr wie eine Müllheide aus. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Yay, ich habe mich meiner Angst gestellt. Kinga, komm. Au! Das ist eine schmale Tür. Oh nein, bitte nicht das. Ich wäre verstecken geblieben. Wo sind wir? In Pomnis Schule. Oh, nicht die Schule. Ich wurde dort schikaniert. Was, so schlimm? Das werden wir gleich herausfinden. Lang nicht mehr gesehen, Pomni. Bist du mit ihnen befreundet? Nein, ich will weg. Haben wir dir nicht gesagt, dass du nicht mehr herkommen sollst? Ich hatte es nicht vor, es ist einfach passiert. Sieh dir mal ihr Outfit an. Sie ist ein Clown. Sie braucht das Outfit gar nicht. Wow, die schikanieren dich. Ja, ich habe Angst, ihnen zu antworten. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Gut, ich werde es versuchen. Schau, ich bin Pomni, ich bin ein Clown. La la la. Geh einen Schritt zurück.
Was für ein süßer Hund. Weißt du, das war fast gruselig. Er ist gruselig, er macht alles, was ich sage. Kinga, bestrafe sie. Wenn ihr mich noch einmal schikaniert, werde ich das hier veröffentlichen. Das kommt nie wieder vor. Wir versprechen es. Danke für deine Hilfe. Du bist der Beste. Weniger Ängste, mehr Selbstvertrauen. Zirkus, wir haben all deine Ängste überwunden. Du verdienst eine Auszeichnung. Das ist ein Fluch, keine Auszeichnung. Du hast kleine Ängste überwunden. Diese hier ist viel zu tief. Das schaffst du nie. Ich dachte, ich hätte jede Menge Ängste, aber du kommst mit einem Lächeln nicht klar. Davor habe ich keine Angst. Das ist das Einzige, was ein Zirkus hat. Und Clowns. Die Young Men heilen Angst ein. Hey, Pomni. Hast du schon Angst vor mir? Bleib weg. Du. Ich habe gelernt, mich zu schützen. Nimm das. Ich glaube, das funktioniert nicht. Pomni, lass uns spielen. Nee, mir ist nicht danach. Stopp, Auszeit. Wir haben etwas zu besprechen. Okay. Ich habe eine Idee. Ich bin ganz Ohr. Wenn er spielen will, sollte er unser Spiel spielen. Kinga, du bist ein Genie. Pomni, die Zeit ist um. Ich bin dabei. Toll. Pomni wird sich das Spiel ausdenken. Fabelhaft. Lass uns rotes Licht, grünes Licht spielen. Okay, ich kenne die Regeln. Grün. Rot. Ich werde dich fangen. Grün. Rot. Oh, er ist so nah. Wenn du grün sagst, dann komme ich noch näher. Stimmt, genau. Was machst du denn da? Wer lacht jetzt zuletzt? Oh. Pomni, du hast mich reingelegt. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich bin dir was schuldig. Ein Knochen wäre schön. Anscheinend sind wir raus. Du hast recht. Es ist so hell. Mach das Licht aus. Oh, mein Fehler. So besser? Hm? Nein. Nein, nein, nein. Das ist deine Bühne. Hast du Lampenfieber? Ja, das ist ihre größte Phobie. Ja, das macht mir Angst, wenn ich denke, dass ich absolut keine Talente habe. Du kannst diese Angst nicht überwinden. Wir wollen eine Show. Siehst du, sie wollen eine Show, aber ich habe nichts im Petto. Das ist nicht wahr. Kannst du vielleicht singen? Ich kann es ja mal versuchen. Ich hab's dir doch gesagt. Kannst du Geige spielen? Ich werd's versuchen. Hör auf damit! Das war mein letzter Versuch. Ich werde dir helfen. Mach mir nach. Wow, Wahnsinn! Wow, Wahnsinn! Mögen Sie es wirklich? Ja. Pomni bekommt einen Preis für die beste Leistung. Danke. Hier ist der Ausgang. Komm schon. Ich komme gleich. Diese Party ist der Hammer. Okay, wir sehen uns später.